Heute besuchen wir das Kneipenmuseum Degnersbütt in der schönen Stadt Vreden. Auch schon im Herz der Kneipenmuseum. Sie müssen sich vorstellen, manchmal kam hier ein Kunde rein, der hat sich hier an der Theke hingesetzt und hat dann ein Bier bestellt. Ein Altbier oder ein Weißbier oder ein Grolsch. Und diese riesige Maschine, da kam dann das Bier auf. So vorstellen, man hat das Glas runter mit der Hahn und da kam das Bier raus. Man hat das dem Kunde gegeben und der Kunde hat das hier in der Kneipe aufgetrunken. Manchmal hat der Kunde sogar 2, 3 Bier hier an der Theke getrunken. In diesem Bereich von der Kneipe gab es so Tische und Stühle, da haben sich auch mehrere Leute so zusammen hingesetzt. Mit Freunden oder Stammtisch, ja, das damals so heißt. Und die Leute haben zusammen hier geredet und gelacht viel und alles dann so auch ohne Smartphone und so. Unglaublich. Und was man so gemunkelt hat, die Leute haben auch manchmal Spiele gespielt. Es gab schon ein Spiel mit einem Würfelbecher und Würfeln und jeder hatte dann einen Becher und Würfel und hat dann gewürfelt. Und derjenige, der dann verloren hat, der hat alle eine Runde Bier für meine Freunde. Der hat einfach für jeden ein Bier oder ein Schnaps ausgegeben. Einfach so für seine Freunde. Also ich glaube, das war eine sehr schöne Zeit.